Hier stehen wir neben der Multicontrol-Steuerungseinheit einer Fettabscheidanlage des Typs Lipojet P, OAP oder ehemals Hydrojet OAE. Im vorliegenden Fall liegt das Störungsbild Not-Stopp aktiv an. Wie gehen wir weiter vor? Wir öffnen als erstes die Blende, um an die Bedienelemente zu kommen. Anschließend überprüfen wir hier an der unteren rechten Seite, ob der Not-Stopp aktiviert wurde, ja oder nein. In diesem Fall nicht. Das heißt, die Fehlerursache muss woanders liegen. Zweite Möglichkeit, die es noch gibt, ist, dass der Notstopp aktiviert worden ist an der Fernbedienung, die es als Zubehör gibt und normalerweise an der Außenfassade irgendwo platziert ist. Das kann 100 Meter sein, das kann 50 Meter sein, Entfernung. In diesem vorliegenden Fall ist die Fernbedienung direkt hier oben rechts platziert, um das einfach besser darzustellen. Wir überprüfen, ob der Notstopp aktiviert worden ist, in diesem Fall nicht. Das heißt, die Fehlerursache liegt nicht an der Steuerungseinheit und auch nicht an der Fernbedienung. In dem Fall müssen wir an die Klemmbelegung der Steuerungseinheit und müssen dafür natürlich vorab erstmal die Anlage stromlos machen. Als nächstes entfernen wir die untere Blende. So, wir entfernen die Blende. Und prüfen, ob die Klemmen alle fest angezogen sind. Und die Kabel dementsprechend fest sitzen. Das ist der Fall. Das heißt, wir müssen jetzt zur Fernbedienung und dort überprüfen. So, wir öffnen die Blende der Fernbedienung. Und überprüfen hier, ob die einzelnen Adern fest sitzen. Dies ist offensichtlich nicht der Fall, das heißt, der Fehler ist hier. Die Ader 7 wurde offensichtlich nicht richtig angeklemmt. Das Signal, Notstopp, wird über die Adern 6 und 7 übertragen. Das heißt, wenn eine der Klemmen nicht richtig angeschlossen wird, ist es das gleiche, als wenn ich den Notstopp an der Fernbedienung oder an der Steuerung aktiviert hätte. Das heißt, in diesem Fall müsste jetzt die Klemme 7 angeschlossen werden und anschließend die Blenden wieder geschlossen werden. So, die untere Blende der Steuerung und die Blende der Fernbedienung wurde jetzt geschlossen. Das heißt, die Anlage kann wieder mit Spannung versorgt werden. Nun können wir im Display überprüfen, ob das Fehlerbild noch anliegt. In diesem Fall nicht. Das heißt, die Maßnahme hat funktioniert.